Ich muss sagen, einmal, nein, da habe ich sie belogen. Einmal, da habe ich eine echte Morddrohung bekommen. Eckart, du Sau, ich schlitz dich auf, du bist gar kein richtiger Arzt. Stellte sich raus, das Ding war für den Hirschhausen. Ja, dagegen heutige Morddrohungen, lieblos hingerotzt per Mail, wen soll das beeindrucken? Denn das eine sage ich Ihnen, wer seinen Arsch nicht mal zur Post kriegt, kriegt ihn auch nicht zu ihrer Tür. Und ja, das gilt im Übrigen nicht nur für den Arsch, pardon, das Hinterteil, sondern auch die Vorderfront. Exhibitionismus gibt's auch nicht mehr analog. Kein Mann geht heute im Trenchcoat raus und zeigt, wo der Hammer hängt. Nein, wann haben Sie zuletzt einen Flitzer gesehen? Einen, der sich pudelnackt lachend an der Nudel packt. Nein, heute wird die Nudel verschickt und das nicht einmal postalisch, sondern digital. Als Dickpick, ungebeten eine Straftat. So traumatisierend ist das für Frauen. Ich kann das schwer nachvollziehen, ich habe kein Smartphone. Schickt mir wer ein Dickpick, erscheint am Bildschirm ein Quadrat. Das finde ich traumatisierend. Frauen sollten sich glücklich schätzen, schicken ihnen Männer ihr Gemächt. Mir schicken Männer ihr Gesicht. Also, das ist hart. Wie viel lieber sehe ich zwei Hoden statt dauernd zwei verträumte Augen. Ein zum Schuss geladenes Glied statt ein zum Kuss gespitzten Mund. Ich möchte pulsierende Adern am Schaft statt Sorgenfalten auf der Stirn, die fragen, ob ich auf ihn warte, bis er aus dem Gefängnis kommt. Dagegen diese Schniedelbilder, meine Damen, ich bitte Sie, nehmen Sie das nicht persönlich. Viele Herren meinen das auch gar nicht sexuell, sondern medizinisch. Ja? Die wollen keinen Beifall, die wollen einen Befund. Das Weiße da an meiner Eichel, ist das Omikron? Was glauben Sie, wie viele Dickpics der Hirschhausen kriegt? Der antwortet sogar, nein, Omikron ist am Penis nicht sichtbar. Der Dickpick-Schicker aber liest, dein Mikropenis ist nicht sichtbar. Und kurz darauf habe ich schon wieder eine Mail, Eckart, du Sau, ich schlitz dich auf.